Hey, herzlich willkommen zum Daily Kalender Puzzle. Wupp wupp, dann machen wir Donnerstag, den 29. Juni. Eben zu versuchen, das Zeug irgendwie anders zu lösen und so, oder irgendwie nicht mal anfangen, so nicht mehr. Donnerstag, 29. Juni, richtig lange gebraucht. Yo. So, fürs heutige Thumbnail habe ich was anderes gemacht. Ich habe das Bild da von New York da am Ende Zweiten Weltkrieg von Midjourney beschreiben lassen. Mit dem Befehl Describe, und habe mir da vier Prompts gegeben, die, naja, eigentlich das Bild beschreiben, oder? Also, das erste hat eigentlich ziemlich gut gepasst. Die anderen, bei den anderen habe ich zum Beispiel ich dachte zwar, es sei 1945 gewesen, also müsste es nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Egal. Ich habe dann den ersten Prompt genommen und habe den rechnen lassen, und
das hat soweit recht gut funktioniert. Es ist ein bisschen weniger, ich würde sagen, fast schon ein bisschen weniger brutal als das Original. Beim Originalen hat er ja die Hand um ihren Hals. Irgendwie. Und dann habe ich da die 1 genommen. Also das da. Weil sie hier ein bisschen mehr Rückenlage hat. Und vor allem hinten dran, dass es der Hintergrund ein bisschen schöner ist. Das hat er dann soweit recht schön gereicht. Also wer macht es halt dann groß, oder? Und da ich ja hier auf einem Format von 200x313 bin, also hoch, aber ich ja 16:9 brauche, habe ich dann mit Zoomout, das ist eine neue Funktion von der 5.2 von Midjourney, habe ich es dann rausrechnen lassen. Also dass er außenrum ein bisschen mehr macht. Und hier habe ich mich dann wieder für die 1 entschieden. Habe das Ganze nochmal gemacht. Und das war das Resultat. Und es hat mir nicht gefallen. Es war irgendwie zu... Naja, es hat mir nicht gefallen. Dann habe ich mir gedacht, naja, ich habe jetzt da das Format, eben die 200 zu 313 genommen. Aber was passiert denn, wenn ich den gleichen Prompt nehme, aber von Anfang an auf die 16:9 gehe? Und dann hat er diese 4 Bilder da gemacht. Und da ich ja eigentlich das Bild von vorher ja wiederherstellen wollte, habe ich mich dann für das da entschieden, weil da ein bisschen mehr schon von den Füßen drauf ist. Wenn wir das Bild da anschauen, das sieht irgendwie ein bisschen zu modern aus, das wäre zwar auch okay. Hier hat sie immerhin schon ein bisschen noch die richtige Haltung. He? Das da küssen sie halt noch nicht und ist ein bisschen, naja, man sieht zu wenig von außen rum, aber das ist schon recht gut, oder? Also habe ich mir die U1 groß gemacht. Und eben dann kommt halt das Problem, dass ich die ganzen Füße drauf haben will. Dann habe ich nochmal Zoom Out gemacht. Und das sind dann die Resultate. Und da habe ich mich dann für dieses da entschieden. So, das wär's für heute. Liked mein Video, folgt meinem Kanal, klickt die Glocke und schreibt einen Kommentar, wenn ihr wollt, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und dann sehen wir uns morgen, wenn wir den 30. Juni lösen.